Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind auf dem Weg zur Selonitenfeste. Ich überlege gerade, ob ich hier einen anderen Weg gehe, nicht durch diese Giftwolke. Vielleicht hier rüber. Kann ich hier weit rüber hüpfen? Ja. Sehr gut. Und wenn die Diana das schafft, schafft ihr das auch. Dann sparen wir uns da schon mal was. Wo wir vielleicht das Skelett mal untersuchen wollen, die Leiche da. Spellslot sieht es eigentlich alles ganz super aus. Ja. Nach den Herz anymore. Entlüftung. Wir haben das raus. Kann man Sachen draufpacken oder es entschärfen? So, bleibt mal kurz hier. Nicht irgendwo damit rumstolpern, irgendwelche Fallen. Wo jetzt hier irgendeine Wahrnehmung fehlgeschlagen ist, der wäre es ganz gut, wenn ich mal mit hätte, aber es ist wahrscheinlich. Hand am Brust. Nur der Nebel da. Au! Wie ist das passiert? Und warum? Ich habe erstaunlich wenig Schaden bekommen. Und ein bisschen Schattenherz. Hey! Was ist das denn? Hier bewegt er sich im Vorschaubild. Läuft ergebener Drow. Wir haben ja schon hinten aus dem Tagebuch gelesen. Man dann Drow. Man hat hier den Drow versteinert. Gibt nicht so, weiß gar nicht, wie viele Kreaturen es in D&D gibt, die das machen. Basilisken. Beobachte. Ein Drachenei-Pilz. Überrascht waren sie alle gerade. Das ist eine coole Szene. Echt schön gemacht. Karlach ist verängstigt. Soll ich mal gucken, was sie da jetzt machen. Kann sie nicht bewegen. Und blind auch noch, okay. Und dann erstmal ist nur... Was ist das denn hier? Nur Schattenherz ist dran. Was haben wir denn hier für eine komische Wolke? Kann ich mal gucken? Dunkelheit, Darkness. Ich würde eigentlich ganz gerne alle segnen, aber wahrscheinlich sehe ich die jetzt drin nicht, oder? Ja. Gibt es denn Sachen, die Dunkelheit vertreiben? Sowas wie Tageslicht oder... Das ist der Dorn, von dem hat mir gelesen. Ja. Der castet die Dunkelheit oder was? Ja, dann holen wir den noch da raus, würde ich sagen. Überlegt nur gerade, wie wir es am besten machen. Der stirbt natürlich ziemlich schnell. So, ich kann Wasser erschaffen, was ja für meinen Blitz, für den Blitzzauber gut ist. Ich könnte versuchen, den wegzukloppen. Schneesturm, der die Konzentration von Zauberwirkern unterbricht. Macht in der Runde natürlich nichts für meine Segen, weil ich dafür auch eine Aktion brauche. Eine Bonusaktion. Ich fange mal damit an.
Weil er auch erst danach dran. Und Tote vertreiben hilft gegen die nix. Der ist nicht untot. Der war nur... Kann ihn hier weglubbern. Ein Sturm, wie lange hält der eigentlich an? Weil ich selber Konzentration dafür brauche, ist ein bisschen komisch. Hält der mehrere Runden an, weil steht der ja nicht. Wie weit komme ich denn? Ich kann bis hierhin laufen. Gegen Stein bin ich im Vorteil. Weil sie hat auch keine Control-Sprüche irgendwie gut. Naja, dann machen wir es einfach. So, Schutzgeister. Was habe ich denn hier? Zwei nekrotischer Schaden oder gleißender Schaden? Einfach sofort verbrannt. Okay. Gut, der ist wohl tot. So, dann. Gleich die nächsten rausgeholt. Der Beobachter wurde getroffen. Das ist der Gelegenheitsangriff. Ach schon, bitte. So, dann fange ich mit Karlach an. Ich bin noch nicht mehr verängstigt. Ich wollte jetzt hier gerade schreien, um nicht mehr Angst zu haben. Weil das dürfte eigentlich dann nicht gehen. In der Raserei, aber das hat sich eh schnell erledigt. So, da oben haben wir Isway. Isway hat ein bisschen mehr Lebenspunkte als... Der Dorn, der hier sofort weggeballert wurde. Wir gehen erstmal hier hoch, damit wir nicht auf so einer niederen Position sind. Wir kümmern uns einfach um den Beobachter. Denn dann ignorieren wir einfach mal. Das scheint mir die bessere Option. Da muss man manchmal so lange warten, bis die Waffe wieder zurück ist. Und nicht zu schnell klicken. Ja, steckt noch drin, komm. Danke. Stelle ich mich sogar ein bisschen woanders hin. So. Nicht so auf einem Haufen stehen. So, Laser. Warum hatten die eine Fackel in der Hand? Habe ich das denn vorhin noch? Ich habe dann die. Das ist natürlich totaler Schrott. Weil sie braucht dann wirklich ihre Waffe. Ich kann mit der Fackel zuhauen. Achso, Liliana ist ja eh dran. Stopp. Liliana. Macht einen gespiegelten Zauber. Auf Hast. So. Dann sind die beiden eh nochmal mit Bonusangriffen dran. So, jetzt hau die mal bitte weg. 70% mit Vorteil. Was ist denn, wenn ich den wirklich damit treffe? Das ist ein bisschen ein Nachteil mit dem Stoßangriff. Dass ich mich ja nicht sicher bin, wo ich den als nächstes dann hinhaue. Was müssen wir eigentlich sehen? Er wird dahin gehauen. Und da komme ich halt schlecht hin. Aber da ist dieser rote. Kann man ihn nicht dahin hauen? Kann man ihn nur dagegen hauen? Ich probiere es mal. Fehlschlag, oder? Kriege ich gar keine Informationen. Wie wir den verhauen. Das zählt nicht richtig als Boss, oder? Deswegen keine legendären Aktionen. Und der wird ja gerade komplett. Weggecrittet. Holy shit. Und die bleibt unter Kontrolle oder was? Vom Strahl der Furcht und verwundender Strahl. Das ist ziemlich stark. Mal kurz angucken. Verängstigt dein Ziel. Kann sich nicht bewegen. Attributsangriffswürfe im Nachteil. Das ist ganz nett.
ich mir das angucken. Ein Verwundenenstrahl. 2 bis 16 nekrotischer Schaden. Puh, wenn man es halt vom Amulett bekommt, ein Level 3 Spell, ist nicht so schlecht. Wir haben bei ihr, dass sie mehr heilt. Zwei Heilspells ist echt nicht ohne auch. Und bei ihr ist das magische Geschoss immer praktisch ein Spellslot mehr. Beides nicht schlecht. Wir gucken, ob wir eher offensiv oder defensiv spielen wollen. Nehmen es jetzt erstmal kurz mit. Ich dachte eigentlich, dass sie sich davon lösen. Ich beende jetzt mal von jedem die Runde. Warum denn? Wie nicht genug Bewegungsrate. Kann ich da hochfliegen? Ich meine, wenn du mit ihm kämpfen willst. Guck grad. Der hat auch keinen Buff, Debuff oder irgendwas auf sich, dass man ihm da. Weißt du was, dann verhaue ich den halt. Bin jetzt auch nicht gerade nicht so in Stimmung. Wenn jemand Ärger möchte, kriegt er halt Ärger. Wie oft hauen wir denn daneben? Okay. Frage. Bevor wir ihn ausrauben, reden wir doch mal kurz mit dem. Wobei man uns reden möchte. Er ist auch nicht an uns gestorben, er ist an den Geistern gestorben, das ist was anderes. Wie lange halten die eigentlich an? Da. Geht er mal weg. Karlach auch. Nervt halt ein bisschen. Oh, der Schaden bekommt von der Explosion. So. Ungünstig. Kann ich nichts für. So. Leiche ist zu stark beschädigt. Oh. Die Schutzgeister haben den verbrannt, dass die auch von so heiligen Schutzgeistern gleich komplett kaputt gehen. So, Und sie kriegt dann auch mal die Beobachteraugen. Strahl der Furcht, ist alles was einsortiert. Ja, blöd gelaufen. Also. Den Erinnerungssplitter kann man verwenden. A dull crystal glowing only faintly. Versuchen, die Funktion zu ergründen. Das sollten wir schaffen. You heard its like described before. A memory shard. Used to store brief mental impressions from the user's mind. Das Leuchten konzentrieren, einfach mal so. Vorsichtig nach den Inhalten suchen. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported somewhere deep, loud, and hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer waiting to fall. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place, a grand forge. Da braucht er uns gar nichts erzählen. These people need a new hobby.
Jetzt nehmen wir mit. Riesiger Griff. Oh, vielleicht kombinieren mit was anderem. Darf ich nicht vergessen. Silberkette. Silberring. Blitzstrahl. Sprenganhänger. Was macht denn der Blitzstrahl? In deinen Adern, um deinen nächsten Blitzzauber oder Zaubertrick zu verstärken. Ein nächster Blitzzauber oder Zaubertrick bewirkt zusätzlich einen Blitzschaden in Höhe deiner verbleibenden Blitzladungen. Zwei Züge, Bonusaktion. Mit dem Blitz. Sachen arbeite ich im Moment gar nicht so sehr. Man hätte sich auch zur Bahn hinzufügen sollen, das sah aus wie ein Paket. Ich weiß gar nicht mehr, gibt es eine Möglichkeit, jetzt den hier aufzuwecken? Reden vielleicht nicht mit mir. Muss ich mich wieder vorher verwandeln. Dann kriegen sie es nicht so mit. Stimmt, die vertrauten mir den Kratz, sagen wir ja auch. So, wir verwandeln uns mal in irgendwas. Zu lange ein Stein. Na toll. Toten sprechen. Hab ich jetzt noch einen Spell, um das wieder rückgängig zu machen? Oder taucht er woanders auf? Schade, dass man es auch nicht von hier benutzen kann. Das ist ja manchmal so praktisch. Die sehen so viel hübscher aus. Krönender Ruhm. Der Träger erhält 1 bis 6 Trefferpunkte zurück, wenn er jemand anderen heilt. Wo habe ich das denn aufgesammelt? Geil, das ist doch schon ganz gut. Hab ich mitbekommen. Für den Druiden wäre es natürlich auch vom Style ganz schön. Finde ich nicht so schick. Ich bekomme manchmal Sachen, die ich manchmal nicht checke. Nicht aufpasse, dass ich die habe. Und natürlich wieder mal ein anderes Amulett anlegen. Die sind jetzt versteinert. Das ist natürlich so Basiliskenöl. Das ist schon mal probiert. Versteinert. Versteinerter Drow. Wie viel haben wir denn von den Versteinerten? Hier haben wir noch jemanden. So, haben wir Basiliskenöl. Abreichen, ja, aber ich will es werfen. So, wo haben wir es da? Da. Ich will nichts sagen, aber. Habe ich dich gerade mit meinem Trank, der nicht so viel Geld kostet, aber immerhin, aus deinem Problem da befreit? Aus deiner schlechten Situation? Und jetzt willst du mich erstmal wegballern? Was ist denn los? Freund kann man nicht auf ihn nutzen, ja schon. Ja, verhaue ich dich halt. Ich meine, kann ich schon machen.
So. War das jetzt nötig? Was, wenn man zu gut ist? Zu hilfsbereit? Er ist auch für seine Kollegen halt mit versaut, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Vielleicht nehmen sie es noch ein bisschen übel mit ihrem Anführer, aber ich sag mal, der Anführer hat mich halt angegriffen. Das war jetzt nicht. Außerdem haben ihn nur die Geister gekillt, wenn man mal das Ganze im Detail betrachtet. Nein, nein, nein. Wieder weg. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Weggecritted. Sorry. Der guckt auch schon so ein bisschen. So, nee, ich weiß nicht. Ziel darf man nicht selbst sein. Das soll ich auch nicht. Nun gut. Zum Glück laufen für euch jetzt. Hättet ihr euch auch vorher überlegen können. Jetzt fahren wir nach Westen einfach. Aber wie komme ich da am besten vorbei? Erst dann wieder hier rüber. Da muss ich irgendwie da oben lang. Über. Westen. Warum will ich überhaupt nach Westen? Bin ich durch? Ich muss nach Osten. Dahin wollen wir doch. Was mache ich denn für einen Quatsch? Okay, wie kommen wir da hoch? Ja, machen wir auch. Und dann kommen wir durch die Hintertür jetzt hier rein. Sehr schön. Machen wir es mal gleich ein bisschen hell hier. Das Gemütliche. Dafür bräuchte ich mal eine Mod eigentlich, dass man mit irgendeinem gedrückten Hotkey-Steuerung oder sowas automatisch zu Waren hinzufügt. Also nicht alles halt, aber wenn man dann da so draufklickt. Okay, hier sehen wir schon. Damit werden draußen, wenn wir den Hebel wahrscheinlich das Tor aufmachen, oder? Okay, da unten auf. Er hat nichts dabei gehabt, schade. Aber wenn wir vorne rausgehen wollen, sollten wir zumindest das vorher mal deaktivieren. Strahle Übelkeit. Nehmen wir doch mal mit. Auf der Suche nach dem Nachtlied. Da waren die ja auf der Suche. Da haben wir schon mehrere von gehört. Faszinierend, dass ein anscheinend so wertvolles Objekt so schwierig zu finden ist. Tatsächlich haben Schatzsucher aus dem ganzen Reich die Schwertküste mit einem Ziel bereist. Das Nachtlied zu finden. Alle sind gescheitert, haben von Sackgassen und Rückschlägen berichtet, manche sind auch nie zurückgekehrt. Zuletzt habe ich einen Halborg namens Krali befragt, der darauf bestand, dem Relikt so nahe gekommen zu sein, wie es möglich ist, ohne dass man sein Leben verwirkt. Er wies darauf hin, dass das Objekt sich nicht, wie viele Berichte behaupten, im Selenitenfort neben dem Fluss Chionta befindet, sondern in einer alten Charitenfestung irgendwo in der Nähe der Türme des Mondaufgangs. Doch Krali warnt, dass irgendein mächtiger Schatten einen hindere, sich dem Fort zu nähern.
Zwei Neuigkeiten zum Nachtlied. So viele Aufträge schon wieder. Wollte ich nur da mal reingucken. Ja, Terminal des Mondaufgangs, da wollen wir eh hin. Nachtlied haben wir ja schon erfahren, von dem, der im Goblin Camp gefoltert wurde. Auch von anderen. Dann haben wir jetzt auch noch hier von den Drow. Falsch schon gehört. Weiß nicht, ob direkt auf dem, von der Suche nach dem Nachtlied waren. Wegpunkt. Sehr praktisch. Verblichenes Logbuch. Ja. Ich habe mich getäuscht. Hätte den Sichtungen der Drow mehr Beachtung schenken sollen. Hätte wissen müssen, dass sie nur Vorboten waren. Dies ist mein letzter Eintrag. Dann die Drow da draußen mal getroffen. Heiltrank mitnehmen. Die Drow, die da rumgeschlichen sind draußen, sollte ein Betrachter nicht machen. Auch schon davon geahnt. So, da. Ich möchte nicht die Eisengittertür anklicken. Die Leiter. Schauen. Ich kann mich gar nicht erinnern, war ich hier schon runtergekommen? Das ist anscheinend sehr anstrengend. Ja komm, so schlimm ist es nicht. Die Leiter ist auch nicht so wirklich anstrengend. Ich gehe nur vertikal nach oben. Fall mir jetzt nicht runter. So. Was ist denn jetzt hier plötzlich mit Liliana los? Wenn man bedenkt, was wir sonst alles durchmachen. Und jetzt bei einer Leiter mittendrin irgendwie. Na, das war doch hier der unterirdische Raum, wo man entweder das Rätsel lösen kann, aber wir haben hier den Schalter entdeckt. Und ich glaube, wir sind noch nicht runtergegangen, oder? Das Logbuch der Sendung, das haben wir letztes Mal schon gelesen. Genau, okay. Jetzt geh einfach da runter, ohne so ein Theater zu machen. Danke. Danke. That's curious. Schön entdeckt. Gut aufgepasst habt ihr. Wahrnehmung erfolgreich. Ja, die müssen wir noch entschärfen. Ist ja richtig aufmerksam hier heute. Gefällt mir, Ladies. Dann entschärfen erstmal. Gut, dass wir den Vorteil hatten. Sobald es entschärft ist, können wir aber dann mit Lazel das zerhauen. Ich hab's auch entschärft. Achso, wenn man es entschärft und dann trotzdem zerhaut. Krieg ich jetzt die Items nicht oder sind die dann, war die halt da drin? Sind die Items jetzt explodiert? Ich glaube, die leuchtende Rüstung war da nur drin. So, ja, ich hab's entschärft, den Mechanismus, aber dann habe ich drauf. Ja, ich dachte. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre so eine magische, ein magischer Schutz, den wir dann entfernt hätten. Aber es war ein normaler Schutz und der kann dann natürlich trotzdem noch explodieren, wenn man dann sowas macht. Okay. Untersuchen. Mittlere Rüstung, plus 2. Wenn der Träger gleißenden Schaden bewirkt, verursacht eine gleißende Schockwelle. Oh, das könnte interessant sein. Bewirkt einen Kreis in der Leuchtkugel. Die betroffene Kreatur erhält minus 1 pro verbleibenden Zug auf Angriffswürfe.
jede Runde halt. Die betroffene Kreatur. Minus 1, aber auf Gegner doch, oder? Also Gegner werden davon doch betroffen, sonst wäre es auch ein bisschen scheiße. Gegner werden davon geblendet, je länger die Leuchtkugel noch hält. Das probieren wir mal auf. Aus. Es wäre eventuell was für Schattenherz mittlere Rüstung leisten. Und dann könnte ich ja mit ihren... So, gucken wir es mal an. Vom Aussehen ist die so ein bisschen schick. Ich mag den Dornschild nicht mehr. Ein paar gute Sachen. Welche sind ja nicht in Verwendung? So, aber der ist jetzt nur nicht in Verwendung, weil... Liliana ihren... Mal kurz. Ach, Trefferpunkte, ja. Aber vielleicht sollte ich das lieber Schattenherz geben. Keine guten Schilde, ne? So ein bisschen mehr. Ich würde sagen, ich keine besseren Schilde habe, behalte sie halt ein Waldweitschild. So ein bisschen... Besser als nichts. So, das mit den Geistern muss ich mal probieren. Das ist, wenn sie, um drauf zu gucken, wenn sie gleißenden Schaden macht. Und die Geister machen doch gleißenden Schaden. Ja. Das ist ein Level 3 Slot auch, da muss ich mal ein bisschen schauen. Im Moment benutze ich Level 3 immer für hier, für Beistand. Vielleicht mache ich das nur auf Level 2, dass ich dann einen Level 3 Slot mehr habe. So, aber jetzt hier die Truhe. Jetzt, also die muss ja auch nicht Schloss knacken. Das ist das Verb dafür. Ich muss ja nächstes Mal wieder machen. Ich bin so geizig mit meinen Werkzeugen. Helm des Niederstreckens. Mittlere Rüstung. Wenn du mit Niederstreckenzauber einen Zustand bewirkst, erhältst du temporäre Trefferpunkte in Höhe deines Charismas-Modifikators. Ja, machen wir aber alles überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Oh, da haben wir die Seloniten-Außenposten hier auch mal klar gemacht. Sehr gut. Dann sind wir mit dem Teil des Unterreichs eigentlich fertig. Das heißt, wir können weiterfahren zum Strand hier und zur Adamantschmiede fahren, wo wir auch mal neue Hinweise bekommen haben. Ich glaube, irgendwas an der Ober... Ach was, wir sind jetzt einmal hier unten. Wir kommen uns jetzt hier mal hier rum. Frage ist, ob wir vorher noch mal rasten müssen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Suche das Nachtlied. Das ist wieder aktualisiert, das wissen wir doch schon. Ja, das wissen wir doch alles. Das ist doch gar nichts Neues. Let's get on with it. Ich lege noch mal das... Das andere, dann kann ich damit heilen. Dann will ich ja eh das... So. So. Den Strahl, nein, das wollte ich hier geben. Oder? Ich glaube ja. Dann machen wir uns eine schöne Bootsfahrt. Und dann legen wir unseren... Stab an. A vessel wobbles on the lake's murky waters. Ja. Wir sind zum Segeln hier.
Wie geil sie da rüberguckt so. You! What are you doing on Gek's Raft? Mutig, mutig. Where's Gek? Who are you? Ich suche die Kommandantin. Ich glaube, sie will diese Stiefel zurück. Das kann man aber auch in beide Richtungen interpretieren, als ernsthafte Aussage. So, hier, ich habe die Stiefel, ich will die zurückgeben. Oder als, ich bringe ihr die Stiefel mit einem Tritt in den Arsch. Duerga ins Wasser schubsen. Versuchen, den Parasiten der Duerga zu erreichen. Ich fürchte, Gek ist tot. Die Mykoniden haben ihn erwischt. Einfach angreifen. Ich hab Bock, die anzugreifen. Ich bin gerade ein bisschen akut drauf. Die Duerga sind Arschlöcher. Haben auch die Gnome killt und so. Get her, fellas! Das finde ich ein bisschen komisch. Au. Das finde ich echt komisch. Wenn ich in einem Dialog mich entschließe, sie anzugreifen, sollte ich eigentlich Überraschungsvorteil haben. Ich sollte den Kampf initiieren, weil sie rechnen ja nicht damit. Und das sollte ja auch der Vorteil daran sein, dass man Sachen nicht mit dem Dialog löst, sondern halt das auf diese Art und Weise macht. Naja, ist nicht so schlimm. Ich muss ein bisschen nach vorne. Aber ich fände das logisch. Warum hatten, wer hat denn da schon Karlach wehgetan? Was soll denn das? Dann stellen wir uns mal hier hin. Nice, der Witz. Hey! Die blöde Sau! So ein Arschloch. Okay. Da sind jetzt erst recht sauer. Da wird Karlach sofort sauer. Meine, die wollen noch knutschen und so und mehr. Wird einfach reingeworfen. Zum Glück können wir die zurückholen. Aber trotzdem. Ich glaube, der hat einen Arsch offen. Das ist ganz schön gefährlich. Ich glaube, ich muss tatsächlich sogar eher gleich... weiß ich nicht. Eine Schriftrolle benutzen. Der hat nicht so viel Stärke, der hat nicht so viel Widerstandskraft gegen rumgeschubst werden. Nicht, dass ich den Kampf hier ein bisschen unterschätze jetzt. Konzentration verloren. Jetzt den Segen schon verloren. Okay. Gegenstände. Nee, Schriftrollen. Um das. Ich hab doch bei ihr noch. Stopp mal. Ziel ist zu weit weg. Na dann. Wähle einen Zielbereich. Ja, dann. Ein Lebenspunkt. Okay. Brauche ich eigentlich Türschutz nicht aktiv? Habe ich verpennt? Muss ich sich selber heilen? Nein. Na dann. Wie viel Schaden macht das? 1 bis 4. Das ist ein bisschen dumm. 13? Ein D20. Plus 1 plus 3 minus 5. Was ist der Angriffswurf? Ein D4 plus 10. Ach, durch die Meisterschaft schwerer Waffen. Das wird auch darauf angerechnet. Dann hätte ich es doch für ihn benutzt. Ja, dann hau ich die halt so beide weg. Und ich will die nicht ins Wasser werfen. Das will ich ganz bewusst nicht, weil ich dann ihren Loot nicht bekomme.
Hätte ich den Anfang schon ins Wasser werfen können. Das will ich halt nicht. So, seht ihr, was mit euren Kollegen passiert? Also, Alter! Du blödes Arschloch. Gerade ist wiedergekommen. Gedankenmeisterschaft. Stopp mal. Muss ein Waffenangriff auf einen seiner Verbündeten mit einem Duerger Gedankenmeister ausführen. Ist das eine Konzentration? Oder ist das eine Konzentration? Okay. So, komm mal kurz. Ah, ich habe kein Level 3 Spell mehr. Das will ich jetzt ganz gerne loswerden, natürlich, bei... Ich muss die Konzentration brechen, aber ich will auch... So, machen wir erstmal mit einem... Bonus, mit einer Bonusaktion von Liliana zurück. Okay. Schade, dass der Schneesturm ein Level 3 Spell ist. Der unterbricht halt garantiert Konzentration, was ganz praktisch wäre gerade. Das ist leider auch... Level 2 Spell, die wir auch nicht mehr haben. Sonst würde ich den tatsächlich jetzt vielleicht ins Wasser schubsen. Mit einem Windstoß. Mach auch nicht. Was haben wir überhaupt? Bonner kann man loswerden, aber das ist jetzt nicht das... Ich will nicht, dass Lazel jemanden angreift. Das tut ganz schön weh. Wenn die Kreatur getroffen wird. Ah. 25%. 55% hohe Verteidigung. Getroffen nur mit einem Angriff oder auch mit einem 55% immerhin nur. Karlach ist leider erst nach Bonner dran. Okay, mit der Schockwelle würde ich auch Lazel treffen. Für nicht so viel Schaden, aber sie wird ins Wasser fallen. Das ist also auch keine Option. Ah. Resistenz gegen Zaubereffekte und Zustände. Und nur für die Rettungswürfe nachträglich kann ich das nicht entfernen. Verschwimmen und Tote vertreiben. Blenden bringt da nix. Prozent. Versuch die Konzentration so zu brechen. Der ist zwar nochmal dran. Die Frage ist, ob ich den nicht eher weg... Der ist vergrößert. 35%. Ob ich nicht erstmal den loswerden sollte. Damit er halt nicht nochmal dran ist. Das ist halt das, warum ich das zuerst machen würde. Danach ist Karlach dran und dann kann Karlach den... Karlach kümmert sich um den. So. Das heißt, wir kümmern uns jetzt hier um Bonner. 80% immerhin. 5 bis 12. 5 bis 12 ist halt gerade so 12, ne? Mit 12 HP. 2 bis 20, aber im Nahkampf habe ich da nicht viele Chancen. 60%, 2 bis 16 immerhin. Das scheint mir das Beste. Warum treffe ich denn die Donnerwelle? So treffe ich so viel die eigenen Leute. Ich will ihn aber eigentlich nicht wegstoßen. Ich bin da noch zu geizig, weil dann verliere ich den Loot. Aber gucken, wo er hierhin fliegt. So fällt er hier ins Wasser, oder? Das sehe ich schon richtig. Ich will nicht, dass er ins Wasser fällt. Ich will deinen Loot. Ich habe einfach gar keinen Schaden gemacht. Okay. Schön. Er trifft dafür auch nicht. Und er wollte schon wieder Schatten jetzt wegschubsen. Die blöde Sau. So, jetzt kümmern wir uns mehr um den hier. Warum steht denn da, hä? Warum ist denn dann... Warum denn Tod? Also Tod, ich habe nichts gegen Tod, aber... Hä? Ich verstehe irgendwas nicht. Wo kommt denn das mit dem Totenkopf her? Das ist ein Headshot, dann stirbt er daran. Nee, ist auch rot. Dann sterbe ich selber, weil sie, um da hinten das zu werfen, muss sie da hinten. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich werfe mal normal, ohne Tod. Rettungswurf gelungen. Dann werfe ich halt nochmal. So schwer zum Werfen. Ich will auch meine Waffe wieder haben. Ist ja da. Sehr gut.
Raum. Wir haben es wieder. Oh, der ist tot und verliert damit die Konzentration. Nanu. So, wen haben wir noch? Zwei. Alchemisten. 95, 95. This'll help. Sauber. Bleib mal einfach hier. Ist okay. Puh, die temporären Trefferpunkte. So, jetzt wäre ich selber wieder da. Jetzt habt ihr nämlich verkackt, Kinders. Ah, stimmt, da war ja noch jemand. Dann verhaue ich halt erst dich. Würde ich vergessen. Entschuldigung. Ich kam auch gar nicht dazu, Hast zu casten, weil es gleich so unangenehm anfängt, dass er Liliana da vom Boot geschmissen hat. Da ist Karlach sauer, man hört's. Ja. So. In position. Komme ich eigentlich bis dahin? Karlach vergisst nicht ihre Pflicht. Sie weiß, sie muss erst den Kampf gewinnen. Ich habe kurz überlegt, mit Karlach eben Liliana aufzuhelfen. Das will sie ganz gerne. Aber sie weiß, es ist noch wichtiger, erstmal die Leute wegzuballern. My little trick. Damit ist Liliana am meisten geholfen. Tod. Was soll es mit dem Tod so schön holt? Weil sie in den Tod geht. Da hat er irgendwas mit zu tun, dass sie versucht dann dahin zu laufen oder so und dann stirbt. Macht man nicht. Das ist schon richtig so. Nutzen wir den Strahl der Übelkeit. Das ist nicht so spektakulär, aber sie haben einigermaßen viel Schaden gemacht. Ernsthaft? Wird er noch unsichtbar? So weit kann sie nicht hüpfen, alles. Ah, doch, hier. Vernichtender Zorn. Ja, alles. Ich sage, was er da war. Kann ich ja weitergehen. Wieder kein AOE-Angriff, oder? Sturmangriff habe ich. Ha! Blödmann. Soldat, ertrunken im Dunkeln, weil einer runtergefallen ist, oder was? Was ist die Inspiration? Von ertrunken im Dunkeln. Besiege Duaga, die am Schwarzsee patrouillieren. Achso, einfach so. Find sie gut. Soll nicht was Besonderes machen. Kann man hier eigentlich rasten auf dem Schiff? Das gucken wir uns doch gleich mal an. So. In der nächsten Folge looten wir mal fröhlich die Sachen, die sie haben. Deswegen haben sie extra nicht ins Wasser geschmissen. Und wenn wir eine Rast machen, bei uns geht es nicht so gut. Und dann kommen wir an bei den Duergern.
Jetzt haben wir viel Ärger mit denen. Müssen wir vielleicht ein kleines bisschen diplomatischer vorgehen, zumindest am Anfang, gleich bei der Ankunft. Vielleicht nicht gleich mit allen aufnehmen, aber ich habe schon ein bisschen... Ich habe ja noch ein Hühnchen mit denen zu rupfen. Aber ein paar Sachen auch neu, die ich beim ersten Run halt anders gemacht habe, mit dem Nähere zum Beispiel. Also ist ganz cool, weil da denke ich mal, gibt es Optionen, neue Geschichten zu erleben. Und vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!